Cutscene. Und schon hat sie zwei Leute auf dem Gewissen. Ich meine, sie kann ja gar nichts dafür bis jetzt, oder? Naja, so ein bisschen schon. Oh, jetzt kommt Liquid Snake. Mit seinem Hind D. Was so? Niemand kann seinem Schicksal entrinnen! Hat der gerade den Kerl geschossen aus seiner Pistole? Es war so geschnitten, als hätte er den so rausgeschossen. Danke. Sie haben. Später. Jetzt müssen wir erstmal. Wie Roboter reden. Gott, es ist alles wahr. Was denn? Reptiloiden? Ach, nur so eine blöde Welle. Eine Riesenwelle. Ist okay. Ist besser als nix. Jetzt aber schnell weg, Hubschrauber. Du machst ganz Spannung kaputt mit deinem Pfeil. Ja, Entschuldigung. Ich nehm ihn weg. Ich wollte nur dahin zeigen, wo es interessant wird. Währenddessen in Indonesien. Jetzt kommt Max Gruber. Ich bin gespannt, ob es jetzt interessanter wird. Jetzt haben wir das relativ uninteressante Intro von unserer Nina, wie heißt sie? Irgendwas abgeschlossen? Kalenko. Und gerade wo spannend wird, kommen wir jetzt zum relativ langweiligen Intro von Max Gruber wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Mal abwarten. Wenigstens ist das ein schöneres Setting. So, das waren die letzten Sachen aus dem Boot. Schön warm ist es hier. Ganz schön. Oh, schau mal, wer das ist. Du wirst dich dran gewöhnen. Ah. Oh Mann, dass ich dich hier wiedersehen würde, hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht ausmalen können. Die Sam Peters. Naja, als man mich gefragt hat, ob ich eine Foto. Der sieht ganz anders aus als im ersten, oder? Sam Peters machen möchte, musste ich nicht lange überlegen. Die Welt ist eben doch ein Dorf. Du sagst es. Unser letztes Treffen war während des Studiums, oder? Wie lange ist das jetzt her? Kann noch nicht so lange her sein. Wir sind doch beide gerade mal Anfang 20. Stimmt. Und du siehst immer noch genauso lecker aus wie damals. Oh Gott. Danke. So, bevor du jetzt vor Scham im Erdboden versinkst, willst du dich nicht erstmal ein bisschen ausruhen? Du bist doch bestimmt müde von der langen Reise, oder? Wenn ich ehrlich sein soll, ja, todmüde. Aber ein paar Sachen würde ich gerne noch wissen, bevor ich mich hinlege. Sonst kann ich womöglich vor unbefriedigter Neugier nicht schlafen. Ausgeschnittene okay, Papier. Dann das Wichtigste in Kürze. Ich bin ein paar Gerüchten über die Existenz eines uralten Tempels nachgegangen. Ja, die 2D-Schmetterlinge sind super. Das stimmt. Sehen aus wie so Emojis, die über dem Bildschirm fliegen. Ich habe begonnen, den Tempel von außen näher zu untersuchen. Dein Team? Wo sind die denn alle? Eine lange Geschichte. Mach sie kurz. Ich hatte 5 einheimische Helfer und 2 Kollegen von der Universität in Jakarta. Man kennt keinen Unterschied. Hier steht das Unternehmen unter keinem guten Stern. Inwiefern? Es gab immer wieder Zwischenfälle. Erst verschwanden Gegenstände, dann stürzten Gerüste ein und schließlich verschwanden meine beiden Kollegen spurlos. Spurlos? Ich find's lustig. Das heißt, die sind nicht mehr aufgetaucht? Nein. Aber stattdessen tauchte plötzlich so ein Typ auf und erzählte meinen einheimischen Arbeitern, sie würden ihr heiligen Boden entweihen. Was für ein Typ? Keine Ahnung, er hatte für den Dschungel total unpassende Klamotten an, lief die ganze Zeit in einer Robe rum. Völlig krank, der Typ. Und was wollte er? Er sagte, dass der Vulkan weiter im Westen der Insel bald ausbricht und nur Puritas Cordis den Ausweg aus der uns allen bevorstehenden Katastrophe bieten kann. Puritas Cordis? Diese Sekte aus Europa, die ständig das bevorstehende Ende der Welt prophezeit? Keine Ahnung. Ich gehe mal eher davon aus, dass es ein Grabräuber war, der uns vertreiben wollte, um selbst an die Schätze im Tempel zu kommen. Der Vulkan ist nämlich schon seit Jahrzehnten nicht mehr aktiv. Hm. Aber bei deinen Arbeitern hat die Drohung scheinbar gewirkt. Nein. Die sind mir erst weggelaufen, als der Typ nochmal ankam und was davon schwafelte, dass sehr bald etwas Schreckliches passieren würde, wenn sie nicht sofort von hier weggingen. Als dann am nächsten Morgen ein toter Orang-Utan, das heilige Tier der Einheimischen, hier im Lager gefunden wurde, sind sie durchgedreht. So schnell und so weg habe ich lange keinen mehr laufen sehen. Und seitdem bist du hier ganz alleine? Ja. Ich habe zwar schon neue Leute vom Festland angefordert, aber das dauert hier alles etwas länger als anderswo.
Ja, das kann ich bestätigen. Warst du denn schon im Tempel? Nein. Ich konnte zwar den Hintereingang finden, aber die Tür lässt sich nicht öffnen. Da steht ein seltsamer Spruch drauf, den ich zwar mittlerweile entschlüsselt habe, aber viel weiter bin ich nicht gekommen. Zeige ich dir morgen. Okay, wird doch langsam Zeit für mich. Ach ja, eine Frage noch. Was hat es eigentlich mit diesen seltsamen Totems auf sich, die hier um das Lager herum aufgestellt sind? Bist du plötzlich abergläubisch geworden? Nein, keine Angst. Aber die Pfauenfedern halten die wilden Tiere ab. Echt? Wie das? Die sehen die großen Augen auf den Federn und denken sich, wow, wenn das Auge schon so groß ist, wie groß mag dann erst das dazugehörige Tier sein? Und dann machen sie sich ganz schnell wieder aus dem Staub. Okay, bei dem Affen da hinten scheint es aber nicht geholfen zu haben. Zum Glück, er ist der Einzige, der mir noch geblieben ist. Jeden Morgen, wenn ich zum Tempel gehe, rennt der Kleine vor und wartet dann dort auf mich. Abends holt er mich wieder ab. Ja, deine faszinierende Ausstrahlung wirkt eben nicht nur auf Menschen. Sieh zu, dass du ins Bett kommst. Ich zeig dir dann morgen alles und wenn du ausgeschlafen hast, werden hoffentlich auch deine Komplimente besser. Ich werde mich bemühen. Schlaf schön. Danke, du auch. Perfektes Timing. Sam? Keine Zicken, sonst mache ich dich gleich hier kalt. Oh. Ich glaube, wir müssen gleich die Prinzessin retten, wie sich das für einen Videospielcharakter gehört. Ja, das ist wirklich ein Bioshock-Shirt. So ein Batman-Logo, nur als Songbird quasi. So ein Gag. Batman-Songbird. Bat-Gag. Ja, ich werde mich wieder auf meine Runde machen. Du kommst dir ja wohl klar, oder? Ja. Denk dran, die Kleine darf uns nicht in die Quere kommen. Die letzten Testläufe verliefen alles andere als optimal. Und wenn uns jetzt auch noch die Generalprobe misslingt, haben wir ein riesiges Problem. Schon kapiert. Bin ja nicht blöd. Darüber kann man streiten. Aber du weißt hoffentlich, was auf dem Spiel steht. Die Gelegenheit mit der UN-Vollversammlung ist einmalig. Diese Chance darf sich Puritas Cordis nicht entgehen lassen. Ich pass schon auf. Die Tussi kommt hier nicht raus. Hallo? Ich bin keine Tussi und einsperren lasse ich mich auch nicht. Was soll das Ganze eigentlich? Ich will sofort raus hier. Wir haben dich mehrfach gewarnt, aber du musstest ja die tapfere Heldin spielen. Hättest dir lieber mal ein Beispiel an deinen Arbeitern nehmen sollen. Hallo, dieser Kusch. Schlauer als du und sind gleich abgehauen. Wie reden sie eigentlich mit mir? Ich habe ein Recht zu erfahren, was... Halt's Maul! Noch ein Wort und ich brech dir sämtliche Knochen. Ich muss los. Pass hier gut auf, bis ich wieder da bin. Und wenn die Kleine Ärger macht, stopf ihr endgültig das Maul. Okay. Oh oh, wo bin ich denn hier reingeraten? Ich habe keine Ahnung, was die von mir wollen, aber einen besonders sympathischen Eindruck machen die nicht unbedingt. Zumindest ist der eine Typ jetzt weg. Der schien extrem brutal zu sein. Der andere ist hoffentlich nicht ganz so schlimm. Kein Schimmer, ob Max noch lebt, aber ich muss irgendwie auf mich aufmerksam machen und hoffen, dass es jemand bemerkt. Aha! Jetzt spielt man What a twist! Ja, ja. Finde ich cool. Okay, dann nehmen wir jetzt mal die Obstschale. Nee, nicht die Rampe. Ah, oh, diese Steuerung. Okay, die Obstschale anschauen. In der Schale sind Bananen, Orangen und Himbeeren. Die ersten beiden sind ja hier nichts Besonderes, aber ich frage mich schon, woher sie die Himbeeren haben. Himbeeren? Seltsam. Dann locken wir jetzt mit den Bananen unseren Affenfreund an. Und... zerreißt den Typen. Genau. Nehme ich die Orange oder vielleicht die Banane? Oder doch lieber die Himbeere? Hm, egal für welche Frucht ich mich auch entscheide, Länderpunkte wird's wohl keine geben. Hä? Verstehe ich nicht. Aber auf jeden Fall ist das Geheimakte 2. Irgendwas, irgendwas. Das ist so ein klassisches Adventure. Also der Nachfolger von einem Adventure-Klassiker im Grunde. Geheimakte Tunguska, sagt dir vielleicht was. Ich glaube, ich nehme mal wirklich die Banane jetzt erstmal. Ich nehme mal eine Banane. Genau. Nom, 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 nom.
Und jetzt essen wir die Banane, werfen die Bananenschale hier hin und sagen und täuschen irgendwie den Tod vor. Und dann muss der kommen, weil er nachschauen muss und rutscht auf der Bananenschale aus, fällt ins Feuer und explodiert und der Schlüssel sprengt genau zu uns. Der Schlüssel? Ich glaube, hier gibt es keinen Schlüssel. Aber ehrlich gesagt sieht die Zelle nicht so aus, als wäre die besonders effektiv. Nehmen wir noch eine Himbeere. Wie wär's denn mit einer Himbeere? So. Und jetzt nehmen wir noch eine Orange. Ich nehme mir mal eine von den Orangen. Nimm dir eine Orange. So, Gespräch mit der Obstschale beenden. Super. Gut. Und jetzt Oh, was haben wir denn hier eigentlich? Eine Signalrakete? Für was brauchen wir da eine Banane? So, haben die mir die Signalrakete nicht abgenommen? Die Idioten. Jetzt muss ich mir nur noch was einfallen lassen, wie ich Max damit zu Hilfe rufen kann. Falls Max überhaupt noch... Wie wär's damit, sie abzufeuern? Das wäre eine Idee. Aber muss man die anzünden oder hat die irgendwie... Weiß ich jetzt nicht. Nee. Zum Glück haben die... Kannst du nicht noch mehr machen? Und einen Kompass haben wir noch. Nee, eigentlich jetzt nicht, glaube ich. Da ist noch die Rampe. Die schräge Mauer erinnert mich an eine Sprungschanze. Eine Sprungschanze. Richtig. Wir könnten, ich weiß nicht genau, was es bringen soll, aber ich lege mal die Orange auf die Rampe. Ich könnte die Orange von der Rampe ins Feuer rollen lassen, um die Luft mit dem zarten Duft von verbrannter Orange zu erfüllen, aber eigentlich habe ich schon genug Ärger am Hals. Hätte ja sein können. Guck mal auf, ja, wo geht das gleich nochmal? Ah, hier. Da geht ja doch einiges. Ah, da ist ein Loch hinter uns. Unter der Fratze befindet sich ein Loch. Dahinter ist es stockdunkel, sodass man nichts erkennen kann. Nichts drin. Okay. Fratze. Hey, das gefällt mir jetzt schon viel besser als das Schiff. Es ist einfach ein besseres Setting. Sollen die bösen Geister von dem Tempel fernhalten. Bei meiner sympathischen Wache hat es leider nicht wirklich funktioniert. So ein Gespräch mit einer Obstschale ist einfach schon viel besser als so ein Gespräch mit irgend so Leuten. Na, schauen wir uns mal alles an, was wir hier haben. Wir können sogar mit dem reden. Zwei Sachen stören mich an dem Typen ganz gewaltig. Dass er mich hier gefangen hält und sein selbst für Männer abartiger Klamottengeschmack. Dieser Humor manchmal ist irgendwie... Ja, ist furchtbar. Sagen Sie mal... Hey, Sie da, sehen Sie mich gefälligst an, wenn ich mit Ihnen rede. Sprichst du mit mir? Ja, natürlich spreche ich mit Ihnen. Außer Ihnen ist ja keiner da und dieser Käfig lässt mir auch nicht besonders viele Möglichkeiten offen, weiteren sympathischen Zeitgenossen zu begegnen. Was ist los? Gute Frage, sogar eine sehr gute Frage. Was ist denn eigentlich los hier? Was erlauben Sie sich, mich mitten in der Nacht aus dem Zelt zu zerren und in so einen Käfig zu sperren? Okay, wir sind im Dschungel, aber das heißt ja noch lange nicht, dass man Manieren an den Tag legen muss, bei denen selbst Diktatoren mit den Ohren schlackern würden. Wer? Diktatoren. Was ist los? Ach, Diktatoren. Diese Frage haben Sie mir vor wenigen Sekunden schon einmal gestellt. Ist Ihr Wortschatz derart eingeschränkt? Sind Sie extrem schwer vom Begriff? Oder leiden Sie unter Verlust des Kurzzeitgedächtnisses? Was ist los? Na gut, andere Frage. Aber ob die Unterbelichtung von Wachpersonal umgekehrt proportional zum Budget für Sprecherrollen von Nebencharakteren ist, können Sie mir wahrscheinlich auch nicht beantworten, wie oder? Meta sind das eigentlich? Was ist los? Oh Herr, erlöse mich von diesem Übel. Naja, bei dem Setting fällt mir gerade ein, dass ja heute oder was gestern der letzte DLC für Mortal Kombat 11 revealed wurde und als letzter quasi Gaststar-Kämpfer wurde Rambo revealed. Das finde ich schon ziemlich witzig. John Rambo in Mortal Kombat. Jetzt kann wahrscheinlich zum ersten Mal in der Videospielgeschichte kann man jetzt Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone in einem Kampf auf Leben und Tod gegeneinander antreten lassen. Also in der Rolle als der Terminator und John Rambo. Ah, das ist schon ziemlich cool. Und Robocop ist auch noch mit dabei, weil warum nicht? Und der Joker aus Batman, okay? Naja, reden wir mal über den Kadaver. Das Tier da hinten. Was soll damit sein? Ist es möglich, dass es beim verzweifelten Versuch einer niveauvollen Unterhaltung mit Ihnen jämmerlich zugrunde gegangen ist? Was ist los? Ich deute das mal als ein Ja.
Ach, sie ist irgendwie auch furchtbar. Was ist los? Wer war denn dieser seltsame Kerl, der modemäßig offensichtlich noch weiter hinter dem Mond lebt als Sie? Gott, und wo ist er hin? Sich Modeberatung holen? Ach Gott, ey. Das geht dich nicht an. Und warum mache ich in jedem Satz einen Modewitz? Ich allerdings etwas anders. Schließlich bin ich hier gefangen, wofür es einen Grund geben muss. Und dementsprechend finde ich schon, dass es mich etwas angeht. Eckart, außerdem muss ich sie beide ja später noch anzeigen. Wegen Entführung, Geiselnahme, Freiheitsberaubung und geschmackloser Klamotten. Bing. Ich mache jetzt einen schlechten Modewitz-Counter. Das war jetzt nicht wirklich das, was ich hören wollte. Lassen die mich hier einfach verrecken? Ich versuche es nochmal mit ganz einfachen Worten. Warum wurde ich in diesen Käfig gesteckt? Ich habe doch gar nichts getan, oder? Du warst wohl im Weg. Wem? Euch? Wer weiß, Time Lord? Seid ihr von dieser seltsamen Sekte? Puritas Cordis? Woher weißt du das? Gut, soweit sind wir also immerhin schon mal. Puritas Cordis steckt dahinter. Die haben mir ja schon länger Ärger gemacht, aber ich weiß immer noch nicht wieso. Naja, aber wenn wir schon bei Mode sind, sein Stirnband ist jetzt nicht sehr viel weniger stylisch als dein Stirnband. Also tu mal nicht so. Ihr habt einen ziemlich ähnlichen Stirnbandgeschmack anscheinend. Die Fratze an der Tempelwand hinter mir ist fast so furchteinflößend wie ihr Klamottengeschmack und beinahe so schrecklich wie ihr intellektueller Sprachstil. Was? Wenn ich sehe ein Fratze an Tempelwand, ich immer kriegen Gänsehaut. Halt bloß die Klappe. Ich versuche ständig nicht dahin zu sehen. Aber egal wohin ich auch gehe, ich habe ständig das Gefühl, dass dieses Ding mich verfolgt. Es beobachtet mich und weiß ganz genau, was ich tue und was ich denke. Es weiß, was Sie denken? Dann kann es ja nicht sonderlich viel wissen. Mach dich nicht darüber lustig. Es kann dich hören und seine Strafe wird schrecklich sein. Was wird es denn tun? Mir furchtbare Klamotten verpassen? Ach Gott. Mach nur so weiter. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Ich jedenfalls will hier lieber früher als später wieder weg. Weit weg. Okay, unsere Figur hat quasi ein einziges Gimmick und zwar Mode. Ich freue mich schon auf ihr eigenes Spiel, was ich schon gekauft habe. Ja, die hat einen Spin-off bekommen. Sie sich also wieder ihrem Stumpfen ins leere Starren widmen. Ich hoffe, das ist ein Modeboutique-Simulator. Okay, jetzt pass auf, jetzt nehmen wir die Raketen. Na gut, schauen wir uns mal an, was hier noch so an Items rumliegt. Wir können uns, glaube ich, nochmal den Kadaver anschauen. Habe ich das schon? Ich glaube, das habe ich schon gemacht, oder? Wir können uns hier den Busch anschauen. Ein Strauch mit weißen Beeren. Auf die Entfernung lässt sich aber schwerlich sagen, um was für Beeren es sich handelt. Buschbeeren. Braunbeeren? Ein Gefängniskäfig aus Bambus und eine unfreundliche Wache hindern mich leider daran. Okay. Und dann haben wir hier noch Blumen. Venusfliegenfalle. Die muss jemand mitgebracht haben, denn sie ist ausschließlich in den Hochmooren von North und South Carolina beheimatet. Ein Gefängniskäfig aus Bambus. Ja. Okay, jetzt pass auf. Ich weiß schon genau, was wir machen. Wir nehmen jetzt die Rakete. Zum Glück haben die mir die. Psst. Wir nehmen jetzt die Rakete. Dann stecken die da in das Loch. Ich könnte es durch das Loch schieben. Genau. Aber dann ist es weg und meine Möglichkeiten wären noch eingeschränkter, als dies ohnehin schon der Fall ist. Aber der muss doch Feuer spucken, damit der Kerl Angst kriegt und vor seinem Gott wegläuft. Sollen wir es dann in den Mund stecken? Geht das? Schaffst du das? Nee, das geht gar nicht. Dann kombiniere ich mal die Banane mit der Rakete. Dann kombiniere ich mal... Ich gebe dir einen Tipp. Die Orange mit der Rakete, ja. Es gibt noch was du dir nicht angeschaut hast. Das da oben nämlich. Der Draht ist um eines der Bambusrohre gewickelt. Wozu? Keine Ahnung. Na dann. Eine Banete, genau. So, jetzt habe ich einen Draht. Jetzt kombiniere ich... Achso, und ein Bambusrohr. Jetzt kombiniere ich das... Halt die Klappe. Jetzt kombiniere ich das Bambusrohr mit der Rakete. Ich könnte die Signalrakete da reinstecken und somit die Flugbahn der Rakete bestimmen. Aber solange ich nichts zum Anzünden habe, nützt mir das relativ wenig. Ja, es ist schon mal ein Anfang. Und jetzt binden wir die Orange an den Draht. Keine schlechte Idee.
Mal sehen, ob sich daraus was konstruieren lässt. Was? What? Haben wir auf einmal ein Crafting-Menü hier, oder wie? Was ist denn jetzt los? Dann nehmen wir noch die Biere dazu. Ach so, warte. Oder? Nein, jetzt halt die Klappe. Wir nehmen jetzt noch das Rohr dazu und die Rakete. Oder auch nicht. Warum hat die auf einmal so ein Crafting-Menü? Was ist denn jetzt los? Hat den Teil irgendwie ein ganz anderes Entwicklerteam gemacht oder so? Weißt du, was ich hier machen muss? Kannst du die Orange auf den Draht einfach auch so anwenden oder kommst du dann in dieses Menü? Dann kommt man in dieses Menü. Okay, gut, dann sage ich dir jetzt, was du machen musst. Ja. Du musst 3 Orangen nehmen. Da wäre ich, glaube ich, nie drauf gekommen, dass mehr man auch mehrere Früchte... Ach so, ich kann nicht mehr als 3 Früchte nehmen. Ja. Du muss ich jetzt die Banane wieder zurück in den Korb legen? Ich leg die Frucht mal wieder zurück. Das ist so nervig. Und jetzt, wo sie das in einer super langsamen Animation gemacht hat, kann ich jetzt die Biere auch nochmal zurück in den Korb legen. Ich leg die Frucht mal wieder zurück. Ja, bitte. So, und jetzt nehme ich eine Orange. Welches Frucht? Mehr als 3 Früchte sollte ich nicht gleichzeitig mitnehmen, sonst kommt die Fruchtpolizei. Nimm mir meine Fruchtkräfte. Da kommt die Special-Abteilung in der Wiegenpolizei. Ja, genau. Und nimm dir ihre super Modekräfte weg. Ich nehme mir mal eine von den Orangen. Ja, das ist eine gute Idee. Und jetzt kombiniere ich die 3 Orangen und den Draht. Zu einer Super-Orange. Zu einer modifizierten Super-Orange. Eine Cyborg-Orange. Keine schlechte Idee. Also gut. Die Orange. Die Orange. 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 Draht. Herstellen. Aha. So. Und jetzt kombinieren wir das hiermit. Nein. Was zur Hölle? Orangenspieß. Und jetzt spießen wir den Kerl damit auf. Probier mal noch weiter. Keine schlechte Idee. Die Orangen rollen halbwegs vernünftig und könnten als Räder fungieren. Als Räder. Weiß nicht, ob sich daraus was konstruieren lässt. Was? Bauen wir jetzt ein Auto? Okay, jetzt haben wir eine bewegbare Startrampe für die Rakete, oder wie? Die Signalrakete kommt in das Bambusrohr. Dieses wird noch etwas justiert. Ah, jetzt verstehe ich das. Und schon haben ich meine, das ist wirklich ein bisschen bekloppt. Ja. Aber jetzt rollen wir quasi unser Orangenauto ins Feuer. Genau. Na, von mir aus. Kater, was ist mit dir los da hinten? Der randaliert. Eine verwegene Konstruktion und ein verwegener Plan. Passt gut zusammen. Okay, aber das ist so viel besser als alles, was wir bis jetzt auf dem Schiff gemacht haben. Finde ich. Ja. Fällt mir schon mal viel besser hier. Ja, genau.